Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Caroline und ich zeige euch in diesem Tutorial, wie ihr euch mit einem Benutzerkonto auf der Webseite scratch.mit.edu anmeldet. Es geht ganz schnell und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Am Anfang müsst ihr hier oben auf der Webseite den Scratcher werden Button anklicken. Jetzt werdet ihr nach einem Benutzerkonto gefragt. Ich gebe jetzt einfach mal den Namen Scratcher ein. Und der ist wohl schon vergeben. Das heißt, ihr müsst ein paar Zufallszahlen hinzutun. Als nächstes müsst ihr euch ein Passwort überlegen. Das sollte am besten Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen beinhalten. Warum das so wichtig ist, erfahrt ihr in unserem Online-Tutorium zur digitalen Souveränität. Wenn ihr anfangt zu tippen und ihr noch nicht wollt, dass jemand anderes das Passwort lesen kann, könnt ihr auf dieses Häkchen bei Passwort anzeigen klicken und das macht es weg. Dann erscheinen Punkte statt euer tatsächliches Passwort. Dann gebe ich mal mein Passwort ein, das ist natürlich geheim. Es ergibt Sinn, sich das Passwort irgendwo aufzuschreiben, damit ihr es nicht vergesst. Natürlich irgendwo, wo es keiner lesen kann. Dann gehen wir mal weiter. Wir werden jetzt gefragt, in welchem Land wir wohnen. Das ist wahrscheinlich bei euch genau wie bei mir Deutschland. In dieser Liste steht Deutschland, Germany. Um dies zu finden, können wir einfach das G auf der Tastatur klicken und dann ein wenig runterscrollen. Dann findet ihr auch schon Germany. Nun gehen wir weiter. Ihr werdet nun gefragt, wann ihr geboren wurdet. Wenn ihr keine Lust habt, euer richtigen Geburtsdatum einzugeben, könnt ihr einfach euer Geburtsdatum etwas verändern, beispielsweise den richtigen Monat, aber ein falsches Jahr eingeben. Dann klicken wir auf Weiter. Hier werdet ihr nach eurem Geschlecht gefragt. Falls euch interessiert, wofür das eigentlich alles benutzt wird, könnt ihr mal mit der Maus hier über das Fragezeichen gehen. Ihr braucht nicht mal zu klicken. Hier könnt ihr sehen, dass die Daten für interne Zwecke gesammelt werden und sie nicht veröffentlicht werden. Die Daten dienen den Entwicklern von Scratch, um den Webauftritt für den Personenkreis, für die Zielgruppe zu verbessern. Das ist auch so üblich und wird von vielen Webseiten so gemacht. Nun können wir weitermachen. Als nächstes gebt ihr eure E-Mail-Adresse ein und klickt auf Konto erstellen. Und das war's auch schon. Wenn ihr hier loslegen klickt, landet ihr in der Scratch-Umgebung. Und wie es von da aus weitergeht, zeige ich euch im nächsten Tutorial. Bis dahin und viel Spaß!